Zunächst wird die Drehzahl hochgefahren. Und jetzt genügt die Drehzahl, um langsam abzuheben. Wenn der Wind weiter so etwas langsam aus Südost kommt, dann werden Sie auch etwas von den verbrannten Kerosin schnuppern können. Das ist schon die Hightech-Klasse der Hubschrauber, was die Finanzen angeht. So ein Gerät mit Turbine, die kostet bereits schon mindestens 3000 Euro. Und dann kommt die Mechanik, das Getriebe und dazu das Zubehör und alles zusammen. Dann sind wir schon bei einer fünfstelligen Zahl. Was Sie als Geräusch von dem Hubschrauber hören, ist nur bei schnellen Wänden das klatschende Geräusch der Rotorblätter. Ansonsten hören Sie das Heulen des Getriebes. Und nur wenn die Maschine sich von Ihnen wegbewegt, liebe Zuschauer, dann hören Sie die Turbine. Das ist nämlich nur ein Tauchen, mehr nicht. Wie das Original ist auch dieses Modell nicht für Kunstflug zugelassen, sondern es ist ein reines Demo-Modell. Es kann allerdings sehr, sehr flott werden, sehr schnell werden. Nur der Michael fliegt es auch in diesem Geschwindigkeitsbereich, wie das Original sich bewegen würde. Und deswegen schaut es hier relativ gemütlich aus, wenn wir jetzt zum Vergleich vom vorhergehenden Piloten, der hier einen großen Kunstflug vorgeführt hat, dann ist das hier etwas Ungemütliches. Nur im Gegensatz dazu, so ein Hubschraubermodell muss über vier Funktionen, vier Steuerfunktionen gleichzeitig gesteuert werden. Und dabei müssen die Steuerfunktionen zwar unabhängig voneinander betätigt werden, aber ganz, ganz fein aufeinander abgestimmt. Stellen Sie sich vor, Sie müssten mit den Händen jeweils verschiedene Bewegungen und mit den Füßen nach Möglichkeit mit einem Fuß Ihren Namen schreiben und mit dem anderen Fuß dann noch irgendein Bild malen. So ungefähr wäre also die Vorstellung, es sind vier völlig voneinander verschiedene Steuerbewegungen, mit denen diese Hubschrauber so ruhig in der Luft gehalten werden kann. Denn dieses Modell ist nicht eigenstabil. Es kann nicht von sich aus von Stand sich durch die Luft bewegen, sondern es möchte immer nach irgendeiner Seite ausbrechen und mit den Rotorblättern nach vorne in den Boden gehen. Und genau das muss der Pilot beim Fliegen verhindern. Das Anschweben zur Landung, ausrichten gegen den schwachen Wind, der da draußen aber zu spüren ist. Deswegen hat der Michael das Modell so gedreht. Lässt es noch etwas auf sich zukommen, um es dann ganz sanft wie beim Original an den Boden zu bringen. Eine äußerst aufwendige Demonstration für Sie, liebe Zuschauer, um Ihnen auch einmal eine völlig andere Seite des Modellflugs zu zeigen. Aber wie gesagt, die Geschmäcker sind ja verschieden. Eine perfekte Landung, und wenn er jetzt die Turbine runterfährt in Leerlaufdrehzahl, denn die muss ich erst abkühlen, dann kann er jetzt Ihren Beifall auch hören. Dankeschön, Michael, für diese wunderschöne Demo mit dem nicht mit...